Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgeschemme. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, soeben ist das Spiel Eintracht Frankfurt gegen unseren ersten FC Köln zu Ende gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch Puls, ich habe ihn nicht gemessen, aber der wird so im 200er Bereich liegen. Und ja, der FC ist nicht mehr punktlos. Wir konnten einen Punkt bei der Frankfurter Eintracht ergattern, ein hart und schwer erkämpfter Punkt, den wir uns aufgrund der kämpferischen Leistung, ja, muss man so sagen, verdient haben. Was heißt normalerweise? Das ist ja immer so, normalerweise, du führst 1-0 dazu später, dann musst du eben halt auswärts auch mal sowas über die Bühne bringen. Wir haben ja gegen die Wolfsburger schon 1-0 geführt und haben es nicht über die Linie gebracht. Das ist dann natürlich traurig. Gut, der FC hat heute begonnen mit Schwebe im Tor, klar, rechts Benno, zentral dann Hübers, Chapeau und links Baggerada. Zwei Sechser mit Martel und Lubicic und rechts Meiner, ja, Kainz zentral, links Waldschmidt und Tigges, der für den verletzten Selke, ja, nach Wochen oder Monaten wieder zum ersten Einsatz kam. Dass in Frankfurt die Trauben hochhängen, dass es da heiß hergeht, das ist ja allen klar. Wer da schon mal in Frankfurt war gegen Köln, der kann das mit Sicherheit auch nachvollziehen. Eigentlich haben wir eine ganz gute Anfangsphase gehabt, beziehungsweise wir standen sehr gut und haben auch leidenschaftlich verteidigt. Wir hatten auch, glaube ich, bis zur 30. Minute nicht eine einzige Strafraumaktion. Auf der anderen Ecke haben die Frankfurter natürlich mehr Ballbesitz gehabt, ist klar, wenn du zu Hause spielst, und haben es mehr oder weniger hinten reingedrückt, aber wir konnten uns immer gut wehren und somit hatten die Frankfurter, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch keine großartige Chance. Wir hatten dann mal, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr euch das nochmal anguckt, hatte Tigges eigentlich, ich glaube, in der 40. Minute freie Schussbahn, 18, 20 Meter vor der Kiste. Dann musst du abziehen, Steffen. Vielleicht ist es eher deiner langen Verletzungspause geschuldet, denn du hast dann Ball rechts rausgespielt und dann wurde der Ball wieder vertändelt. Trotz alledem und zur Überraschung aller, wahrscheinlich auch im Stadion, sind wir damit 1-0 in Führung gegangen durch ein Foul an Martel in der 42. Minute. Ja, und Kainz hat den Elfmeter dann sicher verwandelt. Wenn er drin ist, ist ja immer sicher zentral, also genau in die Mitte oben ohne die Latte. Und somit stand es 1-0. War ja nun allen FC-Fans klar, dass die Eintracht, wenn die aus der Kabine kommen, voll Power machen. Und ich glaube, bis zur 50. oder bis zur 60. Minute haben die einen Wahnsinnsdruck entfacht, hatten Ecken en masse. Und ja, wir haben mehr oder weniger so gut wie alles verteidigt, aber der Druck der Eintracht wurde immer, immer größer und ja, haben sich auch etliche Chancen herausgespielt. Nur, ich sage mal, Chapeau war immer irgendwo dazwischen und konnte retten. Der Türsteher hat mehr oder weniger alles weggeputzt, was wegzuputzen war. Wir haben dann gewechselt. In der 58. Minute kam dann Olesen für Waldschmidt und Ali Du für Meiner. Genauso gut in der 75. Minute Adamyan und Carstens für Tigges und Schmitz. Und zu allem Überfluss musste dann auch noch Kilian rein, der für den verletzten Chapeau reingekommen ist. Er hat sich dann verletzt bei einer Aktion. Ein Frankfurter Spieler schießt aufs Tor und er streckt das rechte Bein raus. Wahnsinn, ich weiß nicht, ob Schwebe den gehalten hätte. Ist aber alles spekulativ. Jedenfalls hat er den Ball da gerettet und ich hoffe, dass es keine ernsthafte Verletzung ist. Denn auf Chapeau können wir im Moment schon gar nicht verzichten, sage ich mal so. Ja, und dann kam es natürlich so, wie es kommen muss. Ja, ich will es ihm verzeihen. Ali Du vertändelt den Ball bei uns auf der linken Abwehrseite. Rothe bekommt, glaube ich, nochmal den Ball. Und ja, haben sie clever ausgespielt. Ich weiß nicht, was vom Frankfurter war. Legt nochmal links rüber und der haut ihn dann mit dem linken Fuß unten rechts ins Eck. Keine Chance für Schwebe. War dann auch noch Nachspielzeit. Ich glaube, es waren 4 Minuten, die wir dann glücklich noch überstanden haben. Ja, das Traurige ist natürlich, wenn du wieder 1-0 führst, dass wir das nicht über die Bühne gebracht haben. Jedenfalls ist das 1:1 ein Ergebnis, womit wir leben können. Wenn man ganz ehrlich ist, hat die Eintracht wesentlich mehr fürs Spiel gemacht und hätte aufgrund der Vielzahl der Chancen oder auch mehr oder weniger durch den ganzen Ballbesitz, der dann aber doch wenig wert ist, wenn du keine Chancen kreierst, verdient einen Punkt.
aus Frankfurt mitgenommen. Und das beruhigt schon mal alle FC-Gemüter, dass man schon mal einen Punkt auf der Habenseite hat. Ist auch ganz gut im Hinblick auf das nächste Spiel, was ja dann erst in 2 Wochen ist, durch die Länderspielpause. Kehrt dann vielleicht etwas mehr Ruhe ein. Apropos Länderspielpause, möchte ich mal ein Wort drüber verlieren. Ihr könnt das gerne mal kommentieren. Ich sehe einen Chapeau in der Nationalmannschaft. Mir fällt auf Anhieb jetzt nicht irgendwo 2 oder 3 ein, die besser sind als er. Also unser Türsteher macht einen hervorragenden Job. Ich meine, ich bin der Letzte, ich werde es auch so und so nie irgendwo eine in die Nationalelf reden können. Nur, dass der Junge mit 25 mal eine Chance verdient hat, das steht ja außer Frage. Und er hat ja nicht nur heute ein überragendes Spiel gemacht, sondern er war die ganze letzte Saison schon mehr oder weniger überragend. Aber wenn Flick da irgendwo 3, 4 andere besser sieht als Chapeau, gut, er muss damit leben. Also mein Gedankengang, und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal dazu äußert, ist Chapeau für mich im Moment der beste Innenverteidiger, der irgendwo in Deutschland rumläuft. Das muss ich ganz klar in aller Deutlichkeit sagen. Und das nicht nur, weil es ein FC-Spieler ist. So, somit haben wir jetzt endlich einen Punkt auf der Habenseite, können beruhigt in die Länderspielpause gehen. Es sind ja auch, wenn man das beobachtet, viele Medien und Gazetten, die schon schreiben, Abstieg und alles. Dazu möchte ich nur eins sagen. Wir haben jetzt endlich einen Punkt. Meiner Ansicht nach sind auch 4, 5 Mannschaften schwächer besetzt als wir in der Bundesliga. Und ich mache mir da keine großartigen Gedanken über den Klassenerhalt. Noch sind 31 Spiele zu spielen. Also wie gesagt, wir werden unsere Punkte machen. Schon alleine aufgrund der Mannschaft, die wir besitzen, die wirklich heute auch wieder alles reingehauen hat, und man merkt richtig, arbeitet einer für den anderen. Und was in manchen Vereinen wahrscheinlich oder bei Mannschaften, die nicht oder besser besetzt sind, nicht so ist. Wir haben jetzt eben halt keinen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Ich persönlich hätte es auch gerne gesehen, wenn man da mal tätig geworden wäre. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Was nicht ist, ist nicht. Jetzt müssen wir mit diesen Leuten bzw. Mittelstürmern leben, die wir haben. Ja, und dann muss ich eben halt auch ein Adamyan, heute muss ich nicht Schutz nehmen, der Druck der Frankfurter war zu groß, er konnte sich da überhaupt nicht mehr ins Spiel einbringen, muss man damit leben. Ich hoffe nur immer, dass die Herren oben, Keller und Co. Wissen, was sie tun, und wenn sie der Meinung waren, es ist nichts da, was uns weiterhelfen konnte oder könnte und auch nicht erschwinglich ist, dann ist es eben halt so, wie es ist. Trotz alledem mache ich mir keine Gedanken. Selge wird ja auch wieder zurückkommen. Ja. Und Tigges hat sich heute sehr, sehr bemüht, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch wenn er wenige Ballaktionen hatte. Aber dafür war der Druck der Frankfurter auch eigentlich riesengroß. Ich habe mich eben noch wahnsinnig geärgert, dass der Ausgleich gefallen ist. Aber wenn ich das Spiel mal so ein bisschen für mich Revue passieren lasse, können wir froh sein, dass wir da einen Punkt gemacht haben. Aufgrund der kämpferischen Leistung haben wir uns den Punkt auch mehr oder weniger verdient. Und ich denke, Baumgart wird auch zufrieden sein. Ich möchte jetzt 2 Spieler mal hervorheben heute, auch wenn der eine oder andere auch gut war. Also was ein Chapeau abgeliefert hat oder auch ein Martel im Mittelfeld, hervorragend. Jetzt werden natürlich einige Frankfurt-Fans, die das auch gesehen haben, über den Schiedsrichter ein bisschen schimpfen. Meiner Ansicht nach hat er gut gepfiffen. Über den Elfmeter gibt es meiner Ansicht nach keine 2 Meinungen. Das ist überhaupt gar nicht diskussionswürdig. Ein ganz klares Foulspiel. Und wenn einer Marmouche sich beschwert, wenn er da gelb sieht, ich sage mal, der kann ja froh sein, dass er noch gelb gesehen hat. Ja? Das war ein absolutes Frustfoul an Chapeau. Beziehungsweise war es Chapeau, ein anderer Chapeau hat ihm den Ball weggenommen. Und gut, da waren 2, 3 50-50 Entscheidungen dabei, die dann zugunsten der Kölner ausgefallen sind. So ist es eben nun mal im Fußball. Jo, das war's von meiner Seite. Ich bin eigentlich froh und glücklich mit dem einen Punkt, den wir heute gemacht haben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Der ein oder andere wird bestimmt jetzt gucken. Union Berlin mit Bonucci. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt ein italienischer Nationalspieler nach Union an der Eiserne. Ja, so sieht's aus im Moment. Und ja, Tabellenplatz ist eigentlich uninteressant nach dem 3. Spiel. Da brauchen wir hier keine Tabelle aufmachen. Wir haben einen Punkt. Wir haben bisher recht ordentlich gespielt. Normalerweise hätte man einen Punkt oder sogar auch 3 mehr haben können. Ist nicht so. Und wie gesagt,
ganz ruhig bleiben, denn das Letzte, was wir gebrauchen können, ist Unruhe im Verein. Das hat noch nie was gebracht. Und auch irgendwelche Schreihälse, die dann schreien, Baumgart raus oder der muss raus und den hätten sie holen müssen, können wir mehr oder weniger auch nicht gebrauchen. Die Mannschaft hat heute meiner Ansicht nach die richtige Antwort auf den Platz gegeben. Danke fürs Zuhören und bis später. Tschüss, euer Holly. Ciao.